Ganz sicher werden sie aber im Comic-Salon im Eingangsbereich irgendwo präsentieren. Die Ferre Comic-Salon ist natürlich der ideale Ort, weil dort Science-Fiction schon immer eine gewisse Rolle spielt. Und weil es ja beim Comic-Salon auch diese Crossplayers gibt, also die sich in verschiedenen Kostümen dann anziehen nach Szenen und eben, wie gesagt, Imperiale Sturmtruppen, sagte ich schon, also immer auch so Menschen, die als Comicfiguren patrouillieren. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel, der tauchte überall auf aus diesem nicht lustig, diesem Tod, diesen Schwarzen. Mhm. Ja, der lief überall rum und lachte Menschen nur von hinten auf die Schulter, weil die sind wirklich erschrocken, wenn der so mit seiner Sense da stand. Und ich glaube, da passen die Bufflets hervorragend. So. Wenn Sie mal erzählen, was Sie mit den Klingonenschwertern angefangen haben, Fluch oder Segen? Üblicherweise werden derartige Schwerter ans Landeskriminalamt übergeben, wo sie verwertet werden. Das sollte auch in diesem Fall passieren, doch nachdem die Geschichte öffentlich wurde, entflammte ein Sturm der Entrüstung. Daraufhin haben wir festgestellt, dass doch offensichtlich ein enormes öffentliches Interesse an diesen beiden Klingonenschwertern besteht und haben nach einem Weg gesucht, wie wir sie für die Nachwelt erhalten können. Und in dieser Situation waren wir sehr froh, dass der Kulturreferent der Stadt Erlangen auf uns zukam und gebeten hat, die beiden Schwerter dem Stadtmuseum Erlangen zur Verfügung zu stellen. Das machen wir hiermit sehr gerne. Ist Ihnen das schon mal vorgekommen, dass Sie mit Waffen auch was Gutes tun konnten? Ich kann mich an eine derartige Situation nicht erinnern. Besten Dank.